Hallihallo, liebe Leute, es gibt Neuigkeiten zur Gamescom. Ich habe jetzt mal ein bisschen mit den anderen geplant und wir sind insgesamt sechs Leute von meiner Seite aus, also ich und noch fünf andere, unter anderem Naive, Blood King und ein paar andere Kollegen. Schauen wir uns das Ganze erstmal an. Die Gamescom, hier haben wir einmal die Seite. Seht ihr hier oben gamescom.de, beziehungsweise seht ihr nicht, ich sag's euch, gamescom.de, das ist die Seite, da kommt ihr drauf. Dort seht ihr erstmal einen generellen Eindruck von der gesamten Messe. Ihr seht hier offen für alle vom 18. bis 21. August. Wenn ich mal im Kalender gucke, bedeutet das quasi vom Donnerstag bis zum Sonntag. Wir haben uns jetzt überlegt, alles klar, aber gut, wir schauen erstmal hier. Eintrittskarten, Privatbesucher müssen wir natürlich gehen. Da sehen wir die Preise. Ist ein bisschen verwirrend gemacht, aber eigentlich relativ einfach. Wir haben uns überlegt, wir wollen von Freitag bis Sonntag, das heißt zwei Übernachtungen, das heißt Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag. Zur Übernachtung kommen wir gleich. Erstmal zu den Preisen von der Gamescom, die das Ganze dann von Freitag bis Sonntag kostet. Samstag und Sonntag kostet eine Tageskarte 15 Euro. Ermäßigt kostet es 12,50 Euro. Ermäßigt, wenn wir weiter runterscrollen, sind alle Schüler, Studenten, Auszubildende, Rentner, Senioren ab 65, Wehrpflichtige, Zivildienstleistende sowie Schwerbehinderte. Das bedeutet, für die Schüler, Studenten und Auszubildenden, was uns hauptsächlich betreffen wird, kostet das Ganze Samstag und Sonntag 12,50 Euro. Dann brauchen wir noch den Freitag, kostet das Ganze 10 Euro. Donnerstag, Freitag, es gibt keine Karte für nur Freitag. Deswegen müssen wir hier diese Karte wählen, kostet 10 Euro, beziehungsweise Tageskarte ermäßigt 6 Euro. In meinem Fall, ich bin Azubi, 6 Euro bedeutet 12,50 Euro plus 6 Euro kostet das Ganze dann. Das bedeutet 18,50 Euro für die 3 Tage Messe. Okay, jetzt ist die Frage, wo schlafen wir überhaupt? Wir haben uns natürlich überlegt, wo können wir denn überhaupt schlafen? Gibt es andere Zeltplätze? Wo können wir denn pennen? Aber letztendlich ist das Billigste und das Beste, die beste Lösung für uns und ich denke auch für euch, das Gamescom Camp. Wenn wir mal hier auf gamescomcamp.de gehen, das ist ein Camp, was 10 Minuten weit weg ist von der Messe. Das ist ein, ja, ein Gamer-Camp, sage ich mal. Da können die ganzen Leute hinkommen, die speziell auch auf der Messe, auf die Messe gehen wollen. Wenn wir uns mal hier umschauen, fangen wir erstmal beim Programm an. Ich habe mir auch hier mal einfach eine kleine Liste geschrieben, was wir hier alles brauchen, beziehungsweise was geboten wird. Das ist ein Zeltplatz nur für die Leute, die auf die Gamescom gehen. Da haben wir beim Programm eine Chill-Out-Zone. Freiluftarena bedeutet quasi einfach ein Zeltplatz, wo wir ein bisschen herumtoben können. Entspannte Musik, Essen gegen Geld an der Bar und außerdem Lagerfeuer. Dann gibt es noch eine Action-Area. Da sind Sportanlagen. Da habe ich mich verschrieben, egal. Sportanlagen für Fußball, Basketball und Volleyball. Außerdem gibt es eine Minigolfanlage, die kostenpflichtig ist und einen Hochseilgarten, der kostenpflichtig ist. WLAN für alle, das ist auch eine sehr schöne Sache, haben wir alle Internet. Und außerdem gibt es sogenannte Großzelte, da gibt es dann auch Partys und abends ist da ein bisschen was los. Da ist man nicht allein, denn die ganzen Leute gehen schließlich alle auch zusammen auf die Messe, sind alle zusammen Zocker und da geht es auf jeden Fall ab. Verpflegung, 5 Euro, Frühstücksbuffet ist pauschal. Wenn man da frühstücken will, kann man das tun für 5 Euro pro Tag. Abends gibt es Speisen und Getränke und mittags und den Tag verteilt gibt es Snacks und Süßigkeiten. Natürlich gibt es dort feste sanitäre Anlagen. Jetzt kommen wir zum ganz wichtigen Punkt, nämlich zur Altersbeschränkung. Das Ganze ist ab 16 Jahren. Bedeutet, wenn ihr nicht 16 Jahre alt seid, könnt ihr dort nicht zelten. Die Zeltplatzreservierung, wenn ihr 16 oder 17 Jahre alt seid, muss von einer Person geschehen, die 18 Jahre alt ist. Sprich, eure Eltern können theoretisch für euch den Zeltplatz da reservieren und dann geht das alles klar und ihr könnt euch da ohne Probleme aufhalten. Mit Besuchern ist es leider so, dass Besucher generell verboten sind natürlich. Das sind natürlich auch sehr viele Wertgegenstände hin und her. Deswegen kommt man in dieses Gamescom Camp nur rein, wenn man auch wirklich dort zeltet. Deswegen empfehle ich euch, wenn ihr mit uns da ein bisschen feiern wollt, ein bisschen auf die Messe besuchen wollt, überlegt euch mal, hier in dieses Gamescom Camp zu kommen. Hier ist nochmal die Domain und nochmal die insgesamten Kosten. Wir sehen hier ganz gut die Kosten. Ihr könnt sie auch, wir schauen sie uns einfach mal auf der Seite an, wenn wir hier oben auf Preise gehen. Dort seht ihr die Preise für die Übernachtung. Wir wollen hier in unserem Fall zwei Übernachtungen von Freitag auf Samstag, von Samstag auf Sonntag. Kostet das Ganze pro Person 60 Euro. Also könnt ihr ungefähr rechnen. Wir hatten vorhin auf der Gamescom-Seite an sich für die Messe, sage ich mal, die 12,50 Euro für Samstag, Sonntag und für Freitag 6 Euro ermäßigt. Das bedeutet 18,50 Euro für die Messe. Darauf kommen dann nochmal die 60 Euro für zwei Übernachtungen, beziehungsweise Freitag, Samstag, Sonntag auf diesem Gamescom-Camp. Und dann kommt man ungefähr, je nachdem, ob man ermäßigt ist oder eben nicht, auf rund 80 Euro insgesamt für die Messe, beziehungsweise inklusive das Gamescom-Camp. Schaut euch die Seite mal an. Dort ist auch eine Galerie zu finden. Da klicken wir jetzt einfach mal drauf. Und da können wir auch viele, viele Bilder sehen
von der Messe, von der Messe sage ich schon, von dem Zeltlager, sage ich mal, von dem Gamescom-Camp. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus und wir können natürlich auch da schön abends ein Köpfchen zusammen rauchen. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr da alle am Start seid, dass wir da auch eine gewisse Präsenz zeigen können mit der gesamten Shisha-Community in ganz Deutschland. Deswegen überlegt es euch, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne mich fragen. Außerdem checkt mal hier die Seiten gamescomcamp.de und gamescom.de ab. Dort könnt ihr euch die Preise anschauen und gucken, was das Ganze kostet. Wir reservieren heute Abend noch von Freitag bis Sonntag auf dem Gamescom Camp, sind deswegen auch dort am Start. Alles Weitere findet ihr auf diesen Seiten. Haut da rein. Ich rauche jetzt noch meinen Kopf zu Ende. Und ich hoffe natürlich, dass man sich auf der Gamescom trifft. Wir werden natürlich auch das Hamster-Handy mithaben. Das heißt, ich habe ein Handy speziell für Leute, die auch auf der Messe sind, aber nicht mit uns zelten, sondern auch auf die Messe gehen, weil sie dort in der Nähe wohnen. Da kann man natürlich auch mal anrufen dann bei mir und kann dann klären, wo wir uns dann vielleicht treffen können. Irgendwo zusammen im Rheinpark, wo dann letztendlich auch alle Leute von außen, die nicht unbedingt in dem Camp dabei sind, dann mit uns ein bisschen Shisha rauchen können und ein bisschen abspannen können nach der Messe, beziehungsweise auch alle zusammen auf die Messe gehen können. Wenn ihr auf unser Gamescom-Camp kommt, beziehungsweise auch Bock habt zu zelten, haben wir auch so eine kleine Exklusivität hier für euch, die wir euch bieten können. Der liebe Kaya von kaya-shisha.de hat uns angeboten, T-Shirts zu sponsern. Das heißt, wir können auch auf dem Gamescom-Camp beziehungsweise auf der Messe alle schön mit Kaya-T-Shirts rumlaufen. Alle Leute, die nämlich auf diesem Gamescom-Camp mit uns zusammen zelten, sollen sich dann bitte bei mir melden, ganz, ganz dringend. Beziehungsweise alle Leute, die generell Interesse haben, die sich dafür interessieren, für dieses Gamescom-Camp, beziehungsweise für die Messe, schreibt mir bitte eine E-Mail an info@atomhamster.com, dann kann ich euch auf dem Laufenden halten. Aber es steht auf jeden Fall fest, dass, außer es werden jetzt 100 Leute, aber zumindest 20, 30 Leute, die zusammen mit uns da auf dem Gamescom-Camp zelten, dann auch alle schönen Kaya-T-Shirts bekommen, damit wir schön auch mit Shisha-T-Shirts auf die Messe als quasi deutsche Fraktion der Shisha-Raucher auftreten können. Das ist natürlich auch immer sehr, sehr schön. Das war es soweit von mir. Ich bin raus und ich freue mich schon auf die Gamescom. Kommt auf jeden Fall vorbei, zeltet mit uns, macht einen riesen Gaudi mit uns, schreibt mir, wie gesagt, eine E-Mail und dann sehen wir uns. Haut da rein, ich bin raus. Ciao.